Herzlich willkommen an dieser Stelle, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Schön, dass ihr soweit reingeschaltet habt. Ja, gestern ein Feiertag in Deutschland, aber große Events in Amerika. Zum einen haben wir ja die wichtige Notenbank-Sitzung gehabt. Es ging um das Thema Zinsentscheid und dann die Pressekonferenz ab 20.30 Uhr. Wir haben aber auch spannende Zahlen soweit bekommen. Die letzten Tage auch von Amazon, dann Apple heute. Nachbörslich liefert ebenfalls Zahlen. Bitcoin hat es ordentlich in den letzten Tagen wieder nach unten weggedrückt, aber auch die MicroStrategy, das sind unsere Themen, die wir heute soweit besprechen. Bevor ich es an dieser Stelle vergesse, ja, schreibt mal auf jeden Fall unter dem Video in den Kommentaren, wie ihr den gestrigen Handelstag soweit empfunden habt oder auch die letzten Tage, waren jetzt diese Korrekturen überfällig gewesen, waren es weite Übertreibungen, sind das jetzt wieder Einstiegspunkte, die wir aktuell haben, und das wollen wir natürlich ebenfalls auch hier bei uns bei Heavy Traders etwas genauer beleuchten. Erstmal herzlich willkommen, lieber Andreas. Herzlich willkommen, lieber Samir. Genau, gestern Tag der Arbeit. Wir haben einen Feiertag gehabt, haben entsprechend uns etwas ausgeruht und auch an die Seitenlinie begeben. Wie hast du denn den gestrigen Handelstag soweit für dich wahrgenommen oder hast du überhaupt gar keinen Blick auf den Monitor geworfen? Doch, nur es war ja kein Handelstag, außer dass es natürlich bei den Rohstoffen und Währungen unverändert weiterlief. Aber sonst hast du ja eigentlich keine großen Daten bekommen, wenn du nicht direkt amerikanische Quellen angezapft hast. Und das war ja dann auch erst ab der Mittagszeit interessant. Also das wesentliche Ereignis war natürlich, dass Borussia Dortmund ein Glück gegen Paris Saint-Germain gewonnen hat mit 1:0. Das hat sich auch im Aktienkurs positiv ausgewirkt und wird sich wahrscheinlich noch weiter positiv auswirken. Genau, kommen wir mal zu dem spannenden Event, Notenbank-Sitzung Jerome Powell. Gut, man hat ja mit Markus Augen dahingeschaut, wie wird er entscheiden, wie ist so der Ausblick. Jetzt haben wir da ein bisschen Input soweit bekommen. Zinsen bleiben unverändert, relativ hoch, ja, zwischen 5,25 und 5,5. Jetzt auch eine ganz klare Aussage, dass man keinen Bedarf sieht, die Zinsen so schnell zu senken. Mhm. Die Inflation ist so ein bisschen leicht angesprungen in den letzten Inflationsdaten. Jetzt sieht man eher möglicherweise eine Zinssenkung für den Monat September und das war es auch. Aber es steht auch noch im Raum, dass die Zinsen möglicherweise auch noch angehoben werden können, wenn die Inflationsdaten etwas schlechter ausfallen. Ist das jetzt gut für den Markt, eher schlecht für den Markt? Ja, ich würde behaupten, dass es für den Markt grundsätzlich erstmal neutral ist. Gut oder schlecht, kann man beider Meinung sein. Das hat der Markt ja gestern auch bewiesen. Denn erstmal hat er sich gefreut darüber, dass, ich glaube, die Kernaussage war, dass Jerome Powell gesagt hat, er sieht keine, zunächst bei den nächsten Sitzungen keine Zinserhöhung als nächsten Schritt. Wobei man damit immer vorsichtig sein muss, weil das kann ja sich jederzeit ändern. Das hat der Markt wohl auch als Kernbotschaft erstmal wahrgenommen und somit gab es auch diese Rallye, die wir gesehen haben in den amerikanischen Indizes. Die wurde aber dann zum Ende wieder abverkauft, weil man sich ja jetzt nicht sicher ist, werden die Zinsen gesenkt, wie werden sie gesenkt. Aber Fakt ist auch, eigentlich hat die Notenbank gestern die Zinsen gesenkt, das hat bloß keiner so richtig mitbekommen, weil sie dieses Quantitative Tightening, also dieses Bereinigen ihrer Bilanz, Quantitative Easing heißt ja letztendlich, dass man Anleihen ankauft und hier heißt, dass man sie verkauft und so mit dem Anleihemarkt belastet, was man ja in den letzten zwei Jahren auch gesehen hat, ganz klar. Und hier hat man vor, dass man dieses Volumen, was 60 Milliarden im Monat beträgt, reduziert. Also bisher hat man für 60 Milliarden US-Dollar Anleihen in den Markt gegeben. Jetzt reduziert sich das auf 25 Milliarden US-Dollar. Und das muss ja auch so sein, weil Frau Yellen ja schon am Anfang der Woche gesagt hat, sie braucht mehr Geld. Das hat sie auch bewiesen, dass sie das muss. Und die Amerikaner sind halt sehr flexibel, was Haushaltsführung angeht, anders als wir, die dann immer linke Tasche, rechte Tasche machen. Die zapfen einfach einen Kreditmarkt an, was anders gar nicht geht. Und sind ja auch ein sehr großer Gläubiger, das wird den keiner den Stuhl für die Tür setzen. Das heißt also, es muss ja niedrigere Zinsen geben, nur kann Jerome Powell jetzt nicht gegen das Komitee letztendlich alleine handeln oder gegen eine Parität handeln, sozusagen eine 0:0 Sache, dass also entsprechend 5:5, nicht 0:0, sondern 5:5 Leute gegeneinander stehen zum Beispiel. Und entsprechend muss er natürlich dann einen anderen Schritt vornehmen. Das haben wir ja auch schon gesagt, dass das möglicherweise der Fall sein wird. Und das haben wir übrigens gestern gehört. Insofern geht das auch schon in Richtung Zinssenkung. Ich glaube, das wird der Markt dann ab dem Sommer auch ganz klar einpreisen. Werden wir auf jeden Fall weiterhin beobachten. Jetzt blicken wir mal direkt auf den DAX. Wir haben ja unseren letzten unsere letzte charttechnische Analyse und unseren letzten Trade auf den DAX recht gut soweit umgesetzt. Das war ja da in dem Nahostkonflikt gewesen, wo
wo wir dann praktisch die Bewegungstiefs so zwischen 17,6 will ich mal sagen. Dann gab es aber auch noch so eine Übernachtindikation mit Kursen Richtung 17,3. Wir haben dann unten gesagt, okay, wir halten das erst einmal für ein kurzfristiges Ereignis, was nicht ganz allzu sehr auf die Märkte drücken dürfte. Der Trade ist relativ gut eingegangen. Wir blenden am besten vielleicht erstmal kurz das Zertifikat ein auf den DAX selbst. Das wird jetzt an dieser Stelle erstmal vorgenommen, Andreas. Genau, was hat es jetzt erstmal mit sich mit diesem Zertifikat? Ja, wir hatten ja so ein kleines, hebeliges Zertifikat, kleine Position. Wie ihr seht, sieht das ja auch nicht so schlecht aus, wenn man mal sieht, wie stark die, ich will nicht sagen stark, Volatilität ist es nicht, aber wenn man eben falsch rum positioniert ist, reicht das schon ein kleiner Schub. Deshalb haben wir ja einen kleinen Hebel bei diesem Zertifikat vorgenommen. Dieses Zertifikat hat die Kennnummer UL7SJP. K.O. ist 14.816 Punkte. Wir sind also da ganz weit weg von, wie ihr seht, über 3.000 Punkte und der Hebel entsprechend 5,6, sehr, sehr klein. Wir planen da dann wieder einen Neueinstieg im DAX. Wir suchen halt jetzt noch eine günstige Gelegenheit. Man sieht, dass der DAX heute Morgen erstmal so ein bisschen sich erholt hat. Jetzt ist er wieder zurückgekommen. Also so ganz einig ist man sich da noch nicht so ganz. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir morgen noch die Arbeitsmarktdaten aus den USA bekommen. Und die Anträge auf Arbeitslosen. Kommen heute, aber der wesentliche Bericht ist morgen, der Arbeitsmarktdatenbericht. Und wenn der auch, wie schon der private Arbeitsmarktdatenbericht, gestern nach wie vor stärker im Arbeitsmarkt zeigt, wovon ich ausgehe, dann werden wir natürlich auch nochmal so einen Wischiwaschi-Markt bekommen. Also ich denke mal, die Gelegenheiten werden sich jetzt ergeben, aber auf der Long-Seite einzusteigen, weil wir auch umgekehrt gesehen haben, dass die eigentlich nicht so guten Nachrichten für den Aktienmarkt, man hat ja eigentlich, ist ja eher von einer Zinssenkung ausgegangen, die jetzt erstmal nicht kommt. Das verarbeitet der Markt aber positiv, muss man sagen. Naja, im Endeffekt ist ja so, dass die Notenbank ja zwei Mandate hat. Zum einen die Preisstabilität, das heißt, wenn die Preise in die Höhe schnellen, müssen die Zinsen runter. Letztendlich, wir sind ja immer noch bei einer Inflation irgendwo ein bisschen was über 3%, ich glaube 3,2, 3,3. Wir müssen da schon Richtung 2%, das ist das angestrebte Ziel. Das ist nicht ganz erfüllt, das heißt, letztendlich müsste man eigentlich noch Druck ausüben im Bereich der Zinsanhebung. Und das Zweite ist ja, ich sag mal, einen robusten Arbeitsmarkt oder beziehungsweise den Arbeitsmarkt insgesamt. Und der ist ja noch weiterhin sehr robust. Also letztendlich müsste ja rein theoretisch irgendwo die FED die Zinsen ja senken. Ja, muss sie. Um Gefahren aus dem Weg zu gehen, dass die Inflation nicht wieder ansteigt. Muss sie auch, vor allem wenn sie einen ruhigen Sommer haben will, weil ansonsten werden die alle aus dem Urlaub zurückgerufen, weil irgendeiner gegen die Wand geflogen ist. Und das könnte natürlich jetzt mehr und mehr eine Gefahr geben. Übrigens gestern auch gehört, dass Alphabet 200 Leute aus der Kernmannschaft reduziert, also rausnimmt aus dem Arbeitsmarkt sozusagen und die entlässt. Es ist nicht alles so toll, wie es hier immer verkauft wird, sondern es ist einfach so, dass auch die Amerikaner dazu übergegangen sind, den demografischen Faktor zu sehen. Das heißt, gehen Leute aus dem Arbeitsmarkt raus, die siehst du nirgendwo mehr, die sind aber nicht mehr da. Du hast aber auch die Jungen nicht in der Anzahl, die jetzt sich arbeitslos melden, weil es sie gar nicht gibt. Insofern ist das, der Arbeitsmarkt täuscht einfach. Und was du gesagt hast, Inflation, ja, wir sind ja auf dem Weg nach unten, nur nicht in dem Tempo, wie es die Notenbank will. Und ob ein Inflationsziel von 2% in Kriegszeiten wirklich sehr vernünftig ist, halte ich mal für eher äußerst zweifelhaft. Wir sind nicht mehr leider in Friedenszeiten, da war das okay. Wir sind in Kriegszeiten, da ist Inflation immer höher. Vielleicht noch mal ganz kurz auf das DAX-Zertifikat. Das kann vielleicht die Regie noch mal einblenden. Wenn wir jetzt planen, tatsächlich hier aktiv zu werden, wie wird die Strategie genau sein? Ja, kleine Position. Wir machen das immer so ein bisschen salamiartig. Das heißt, wir gehen da eine kleine Position ein. Wir warten natürlich darauf, dass es vielleicht noch mal ein bisschen günstigere Kurse gibt. Ich wollte ja gerade darauf hinaus, dass der Markt eigentlich relativ stark reagiert hat, auch wenn das jetzt nicht so zu sehen ist, weil er eigentlich normalerweise früher vielleicht 300, 400 Punkte nach unten gegangen wäre nach solch einer Aussage. Aber wir sehen, wie robust der Markt ist, wie willig die Investoren auch sind. Und sie sehen eigentlich in vielen Werten auch viele attraktive Kurse auf längere Sicht, obwohl ja das Zinsniveau auch attraktiv ist. Also das heißt, der risikolose Invest ist ja eigentlich, der lockt ja noch immer, aber man möchte und man muss auch hohe Renditen einfahren als eben diese 5-6%. Und deshalb ist der Aktienmarkt nicht auf dem Weg nach unten. Genau. Und Inflation oder eine etwas höhere Inflation ist ja per se auch erstmal, wenn man das betrachtet, nicht schlechtes. Natürlich. Schuldenabbau sehr gut und vor allem aber auch können die Unternehmen also wieder die Preise alle erhöhen. Alle können mit Inflationsdaten Was für den Verbraucher nicht gut ist, aber für den Markt letztendlich. Aber alle können mit 3% leben. Das ist relativ gut. Vielleicht ist ja auch die neue, beziehungsweise die alte 2% heute die neue 3%. Man wird sehen.
auf jeden Fall sehr hartnäckig. Guckt, wir müssen ein bisschen auf Gas geben, ansonsten werden wir heute Mittag an dieser Stelle, liebe Zuschauer, ihr seid natürlich alle herzlich soweit eingeladen unter heavytraders.live, Märkte und Trends Teil 2, da werden wir offen noch mal ein bisschen tiefgründiger über andere Aktien tiefgründiger eingehen, beispielsweise die Nvidia, die Tesla, die ebenfalls auch wieder, oder zumindest die Meldung hier, die gestern durchgetickt worden ist, über die Entlassung in gewissen Bereichen oder Sparten, was die, was den Supercharge betrifft, da auf jeden Fall auch mit dabei sein. Nochmal Nvidia, Apple, Amazon, das werden auch nochmal Themen sein. Jetzt kommen wir aber nochmal zu einem Thema. Der Bitcoin hat ja wieder, ich sag mal, kräftig federn lassen, nachdem wirklich fast alle nur noch bullish waren und utopische Kursziele im Social-Media-Bereich wieder alle, komplett out of control waren und nur noch die hohen Preise gesehen haben. Die ganzen Influencer und Fitness-Influencer und Leute, die eigentlich gar nichts so damit zu tun haben, haben auch wieder irgendwelche wirren Ziele rausgesprochen. Jetzt ist der Markt wohl so ein bisschen wieder bereinigt, weil das ganze gehebelte Zeug, was da auch stark eingesetzt wird, gibt es da wieder eine kräftige Bereinigung. Sind das wieder vernünftige Einstiegskurse? Kann der Bitcoin noch durchaus weiter korrigieren? Wir sind ja auch schon bereits positioniert. Was ist da unsere Anlagestrategie? Also ich kann mich ja entsinnen, wir haben uns ja noch hier gesessen und haben so ein bisschen gefochten zwischen 80 und 100.000 US-Dollar. Ich war der 80.000 näher. Soweit sind wir nicht mehr gekommen. Wir haben hier noch zweite Anläufe so im April unternommen, oberhalb der 70.000 Dollar Marke. Zu mehr ist es nicht gekommen. Jetzt geht es halt ein bisschen runter. Das haben wir aber auch nicht ausgeschlossen, dass das noch weiter korrigieren wird. Nun hatte ich auch darüber übrigens darauf hingewiesen, dass der Bitcoin ja ausgehend von rund knapp 40.000 Dollar eben auch fast 75.000 Dollar gestiegen ist oder 75.000 Dollar fast gesehen hat. Also fast einen sehr kurzfristigen Kursanstieg von 100% gesehen hat. Dafür haben wir nicht mal richtig 6 Wochen gebraucht. Und deshalb ist das natürlich auch immer zeitlich einzuordnen. Für alle, die ja natürlich jetzt nicht so unbedingt mit der Börse unterwegs sind, muss man natürlich dazu sagen, dass solche Kursanstiege natürlich sich nicht endlos kurzfristig fortsetzen. Gründe dafür haben wir ja viele benannt. Wir haben aber übrigens Gründe benannt, warum wir den Bitcoin über mittelfristige Zeit bei 100.000 Dollar und mehr sehen werden. Und wir werden ihn da auch sehen. Nun ist es aber immer eine ganz kurze Zwischenfrage. 100.000 US-Dollar, noch, ist die noch drin in diesem Jahr? Die ist ganz sicher noch drin dieses Jahr. Nur ich, also aus meiner Sicht hatte ich ja immer gesagt, große Feed für den Bitcoin-Kryptomarkt kommt immer aus der Technologie. Es ist ja miteinander verbunden letztendlich. Und die Investoren sind auch ganz groß, eine ganz große Gruppe aus diesem Bereich. Und es wird weniger ein Warren Buffett, das wissen wir auch, und weniger einer, der aus dem Disney und aus dem Johnson & Johnson Einkaufsbereich kommt und dort sein Geld macht, der wird ganz weniger in den Bitcoin investieren. Das wird auch mehr werden. Mit der Zeit, mit Sicherheit, als digitalen Vermögenswert oder als Währung. Zumindest das wird schon, das wird auch kommen, aber das sind halt nicht die, die investieren. So muss man also eigentlich immer ein bisschen auf die Nasdaq gucken und sehen, okay, die hatten es in der Vergangenheit immer so Rally Nasdaq, Rally Bitcoin. Das haben wir sehr oft gesehen, wenn es einen richtigen Push gegeben hat. Und umgekehrt auch, wenn es dann eben mal eine Konsolidierung gegeben hat und wer sich die Charts jetzt mal nebeneinander hält zwischen der Nasdaq und der Bitcoin, der sieht auch, dass das durchaus miteinander verbunden ist. Das heißt also, dass es möglicherweise jetzt eher mal in so einen Trading-Markt übergeht, wo es seitwärts geht und wo man sehen muss, wo ist unten und wo ist oben. Für mich, ehrlich gesagt, wir haben hier noch... Nein, wir sind immer noch gut fast 40% im Plus seit Jahresanfang. Ja, also das darf und wir können das eigentlich auch aus der Vergangenheit immer sehen. Der Sommer war so ein Trading-Markt, wo es zwischen zwei, drei solchen Levels hin und her gelaufen ist und das wird wahrscheinlich jetzt wieder so sein, aber wie du immer so schön sagst, es ist eben auch dann Zeit, hier salamimäßig Sachen reinzunehmen, so einen Schnittkurs zu machen. Man muss ja, wie wir es ja auch, unsere Strategie ist, nicht alles auf einmal reingeben und so haben wir es auch gesagt. Ja. Wir haben nämlich gesagt, geht der Bitcoin über 75.000 US-Dollar, gehen wir rein. Geht der zum Beispiel unter die 60.000, gehen wir auch rein. Das ist unsere Strategie. Dazu nochmal das Zertifikat, was wir hier haben. Das werden wir jetzt auch nochmal einblenden. Da sind wir schon investiert. Natürlich sind wir da momentan ein bisschen im Minus bei dieser Position. Das lässt uns aber eben das Spiel. Mit einer sehr, sehr kleinen Position sind wir dort investiert, eben jetzt nochmal proaktiv zu werden, in diesem Zertifikat unseren Einstiegskurs natürlich nochmal zu verringern, hier Positionen aufzubauen. Kennnummer ist die VV9F66, der KO 14.610 US-Dollar. Den werden wir aus meiner Sicht so bald nicht sehen. Der Hebel 1,2, ganz kleiner Hebel. Wie ihr seht,
10% hat der Bitcoin nachgegeben und entsprechend müssen wir da reagieren. Genau, jetzt müssen wir ein bisschen noch aufs Gas treten. Wir haben nämlich noch die MicroStrategy. Da muss man an dieser Stelle sagen, wir haben auch da bereits eine Position und noch eine zweite Tranche aufgebaut, hat aber wirklich ordentlich Druck bekommen. Mhm. Vielleicht nur ganz kurz und dann werden wir heute um 14.15 Uhr nochmal tiefgründig eingehen, weil so viel Zeit haben wir leider nicht mehr. Wir haben ja auch nur eine begrenzte Zeit beim Aktionär, aber dann um 14.15 Uhr unter heavytraders.live werden wir nochmal näher darauf eingehen. Ist MicroStrategy nach wie vor noch weiterhin interessant? Kann man da eventuell auch noch kaufen oder sollte man da jetzt erstmal den Ball flach halten und abwarten? Genau, ist eigentlich das Gleiche wie beim Bitcoin. Zertifikat kriegt ihr jetzt auch nochmal eingeblendet. Ist das Gleiche wie beim Bitcoin. Wir sind da natürlich auch ein bisschen stark ins Minus gegangen, weil wir natürlich angefangen haben, etwas weiter oben zu kaufen. Aber natürlich ist es interessant, Kennnummer ME6Z3Z. K.O. ist 383,37 US-Dollar, Hebel 1,5 und ihr seht, dass das natürlich weit entfernt ist. Insofern lohnt es sich, weil das eine Korrektur ist, 50% Korrektur, die wir seit dem Top gesehen haben. Man darf eben dabei auch nicht vergessen, dass wir losgelaufen sind im Februar bei knapp 450 US-Dollar und insofern ist das hier eine ganz normale Korrektur. Knapp bei 2000 waren, genau. So, jetzt muss ich aber kurz reingrätschen. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wie seht ihr das Ganze zu Bitcoin und vor allem zu MicroStrategy? Was sagt ihr im Generellen zum DAX? Lasst einfach mal einen Kommentar da. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Schaltet rein, 14.15 Uhr unter heavytraders.live. Registrierung ist kostenfrei und da haben wir wieder spannende Themen vorbereitet. In diesem Sinne, bleibt dran und bis später. Bis später.